Am Mittwoch, den 13.11.2013, hat der Deutsch-Amerikanische Frauenclub Heidelberg e.V. die Spenden für 2013 aus dem Erlös des Pfennigbasars an bedürftige Einrichtungen übergeben. Die Spendenvergabe fand im Spiegelsaal des Prinz Karl statt. Gastgeberin war die Stadt Heidelberg. Der DAF-Club wurde bereits im Oktober 1948 gegründet. Man wollte über die Freundschaft deutscher und amerikanischer Frauen einen Beitrag zur Völkerverständigung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs leisten. Damals herrschte in Deutschland viel Armut und Not. Deshalb organisierte der Club Projekte, bei denen Geldmittel für gemeinnützige Zwecke generiert werden konnten. Ein 1960 ins Leben gerufene und bis heute jährlich stattfindendes Projekt ist der Pfennigbasar. Schnäppchenjäger können beim Pfennigbasar eine Vielzahl an Gebrauchswaren extrem günstig ergattern. Dazu zählen zum Beispiel Kleidung, sonstige Heimtextilien, Schmuck, Bücher, DVDs, Schallplatten, Videos und Musikinstrumente. Die Spendenvergabe fand im Rahmen eines feierlichen Empfangs statt. Die Veranstaltung wurde musikalisch von der Karlsruher Band Los Catacombos begleitet. Die Präsidentin des DAFC, Ingrid Buwig, begrüßte die anwesenden Gäste und bedankte sich bei den ehrenamtlichen Helfern für ihr Engagement zur Realisierung des Pfennigbasars. In seiner Rede unterstrich Heidelbergs Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner die Bedeutung der Idee des Pfennigbasars für eine Stadt wie Heidelberg. Es ist auch wichtig, dass wir immer wieder daran erinnern, dass dennoch auch bei uns viele Menschen auch in Armut leben oder an der Armutsgrenze leben, vor allem auch Familien mit Kindern, Alleinerziehende mit Kindern. Deswegen finde ich es wirklich ganz fantastisch, dass man heute diesen Erlös dem Sozialdienst katholischer Frauen beispielsweise zur Verfügung stellt, Mathilde Vogthaus, das ökumenische Projekt, nächsten Mal Essen für Bedürftige, oder auch dem Haus der Jugend, wir werden das gleich alles noch hören. Das sind genau die Einrichtungen, die sich das ganze Jahr über auch dafür einsetzen, dass Menschen dort etwas zu essen bekommen, auch wenn sie kein Geld haben oder nur ein geringes Entgelt bezahlen können, dass ihnen auch Heimat gibt, eine Anlaufstation bietet, die sie ansonsten vielleicht nicht mehr haben, weil sie keine Familie im eigentlichen Sinne jedenfalls in ihrer Nähe haben, die sich so um sie kümmern kann, wie man sich das gerne wünscht. Also ein tolles Projekt. Der diesjährige Pfennigbasar erzielte einen Gesamterlös von 29.000 Euro. Der Betrag wird an 29 einzelne Organisationen und Einrichtungen gespendet. Die Spendenempfänger setzen das Geld für die Realisierung von Projekten in verschiedenen sozialen Bereichen ein. Das Besondere an dem Projekt ist, dass wir es schaffen konnten, jetzt 4 schwerbehinderte Menschen dort zu beschäftigen erstmal. Ich hoffe, dass wir das weiter so machen können. Das steht noch ein bisschen in den Sternen. Sie sind alle herzlich eingeladen, bei uns im Bürgerhaus, in dem Café, gerne mal ein Stück Kuchen, eine Tasse Kaffee zu trinken oder vielleicht mal ein Mittagessen einzunehmen. Vielen Dank. Und wir würden gerne diese Spende nehmen, um einfach solche Dinge, die außerhalb der Reihe sind, zu finanzieren und den Kindern ein Lächeln zu schenken, da wo sie in ihrem Alltag stehen. Also vielen Dank für Ihr Engagement, wir wissen es sehr zu schätzen und ich denke auch die Kinder, die heute Nachmittag gerade nächsten Kindergeburtstag feiern und sich da über so eine Kleinigkeit freuen. Dankeschön. Der nächste Heidelberger Pfennigbasar wird am 13., 14. und 15. März 2014 im Bürgerhaus Emmertsgrund stattfinden.